Ja, ja, warum nicht? Was Liga Bücher? Ich dachte, wir haben so schön. Ich glaube, wir haben von. Nein. Achso, ja, Bücher es geht, auch. Es geht ums Abendessen. Genau, erstmal, ja, halt zu Hause da. Also, Jesus Family Kurpfalz. Wir haben übrigens ein neues Logo. Das kann man jetzt nicht so erkennen. Wir haben uns da inspirieren lassen von dem Schriftzug einer bekannten und beliebten Kapelle aus England. Und also nicht nur, weil wir alle den Brexit befürworten, so, sondern weil Iron Maiden eine der wenigen Bands ist, die sich auch schon intensiv mit Bibeltexten beschäftigt hat, wie wir das wissen. Nein, weil der Schrift so geil ist. Aber das stimmt wirklich so. Auf der Rückseite von Number of the Beast ist 13, Offenbarung 13, Vers 18. Da habe ich das zum ersten Mal überhaupt gelesen. So. Vincent Price, ne? Bitte? Vincent Price hat doch da auch die Eingangsrede oder die Zwischenrede gehalten. Mein von was? Legendenstar, Vincent Price, der Schauspieler. Ist da doch schon. Was für eine Rede? Wird er nicht bei The Number of the Beast? Ach so, ach was. Vincent Price. Ehrlich, der war das. Ja, cool, okay. Also hier nebenbei noch cinematologischer Crashkurs. Genau, jetzt müssen wir das dann noch rüberteilen und dann geht's auch schon los. Nee, ich meine jetzt auch noch die Hälfte verteilen. Und der Erste darf sich irgendwas wünschen, außer sei eine lebendiger Fisch. Aber was kann. Ich wünsche dir sei ein lebendiger Fisch, wenig dich. Das auch noch. Meiner. Das Thema ist heute, was haben wir gesagt? Wir haben Gott zum Fressen gern. Also mal für alle, die es nicht mitbekommen, wir haben Gott zum Fressen gern. Kennst du das? Das ist ein deutscher Ausdruck, wenn du jemanden zum Fressen gern hast. Das heißt, du liebst ihn besonders. Ich könnte dich fressen, so lieb habe ich dich. Und fressen ist eigentlich in der deutschen Sprache schon ein bisschen Gossensprache, aber ich habe das jetzt mal provokativ so genannt. Wir haben Gott zum Fressen gern, weil wir ja auch nachher über das Abendmahl reden und. Da geht es ja unter anderem auch darum, dass man im wahrsten Sinne des Wortes sich auch quasi seelisch, geistig, moralisch, körperlich sozusagen mit Christus vereinigt. Das war jetzt hart an der Grenze mit dem körperlich, aber nicht so hart, wie die katholische Kirche proklamiert. Genau, dann können wir eigentlich loslegen. Ich brauche vielleicht eine Gitarre, nicht von dir da. Das ist schon wieder eine. Die hast du ja in Überfluss. Jetzt? Hat jetzt einer schon nicht rausgesucht? Hast okay, einer, hast danke. Geguckt, was er möchte? Der Fabi hat ein Musikwunsch. Ja. Welches Lied? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nicht der lebendige Fisch. Das stimmt nicht. Ich versuche ihn nur zu bestechen. Achso, der Tom ist ja gar nicht da. Aber da hinten sind Trommeln, schau mal. Da, die kannst du hier krass oder so, genau. Die kleine oder der große? Oder sind da, die anderen sind das Zweier? Die zwei Jahre, die zwei Jahre. Die sind noch am Musikteil, ja super. Turn, alles auch eine Idee, stimmt. Mal wieder. Dankeschön. Darf ich noch was wünschen? Dann machen wir zwei hintereinander, okay. 253. Okay, ist okay. Also, Seite 7. Seite 7. 17. Oh ja, das passt auch sehr gut. 7 oder 17? 17. Dann macht ihr beide, könnt ihr beide kurz Schere, Stein, Papier machen? Du, die Anja, zum. Dann auf der Kamera. Ladies first. Okay. Also, dann singen wir jetzt erst die Nummer 7 in diesen Heften. Und danach werde ich diesen Turn. 7 und 17. Was? Als erstes singen. Erst 7. Ja. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut, ich taufe mich tief hinein in diese Welt.
deiner Liebe, Mann. Preis deiner Liebe, Mann. Preis deiner Liebe, Mann. Die uns erlöst. Und die Nummer 17. Hi Marcel. Alter Klassiker von König Salomo im Original, hervorragend interpretiert von The Birds. The Birds. Also Urheberrecht für den Text von König Salomo. Soviel ich weiß, hat er das nie eingeklagt, aber angeblich hatte er auch sehr viel Geld. Was heißt angeblich? Wir wissen aus der Bibel und auf die ist mehr Verlass als auf die Bildzeitung. To everything turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And in time to every purpose under heaven. A time to born, a time to die. A time to bend, a time to reap. A time to kill, a time to heal. A time to love, a time. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And the time to every purpose under heaven. A time to build, a time to break down. A time to dance, a time to mourn. A time to cast the waves down. A time to gather stones. Turn, 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 and the time to every purpose under heaven. A time of love, a time of faith, a time of war, a time of peace. A time you may embrace, a time to refrain from embracing. To everything, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And the time to every purpose under heaven. A time to gain, a time to lose. A time to rend, a time to sue. A time for love, a time to hate. A time for peace, I swear it's not today. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn. And a time to every purpose under heaven. The birds. The birds under heaven, die Vögel unter dem Himmel. Sie sehen nicht, sie ernten nicht. Und der Herr. Liebt sie trotzdem, danke. Und hier in der Jesus Family muss auch niemand hässlicher als die Vögel unter dem Himmel laufen, weil wir hier immer wieder von tatkräftigen und lieben Geschwistern mit reichlichen Spenden versorgt werden. Das ist also wirklich fantastisch, wie das hier läuft mittlerweile. Wer bei der Jesus Family ist, der braucht nie wieder Jeans kaufen. Ja, ich mache jetzt mal so ein bisschen Reklame, dass die das merken, dass wir das hier auch durchziehen mit Nächstenliebe in Action. Also mal Tom, danke für den Kleidersack. Okay, ich habe heute gesagt, wir reden mal über das Abendmahl unter dem provokativen Titel Wir haben Gott zum Fressen gern. Es geht erstmal generell darum, um die Gotteserfahrung und Gott zum Fressen. Gott zum Essen. Deswegen hat Jesus das Abendmahl eingeführt. Ich lese nachher noch den offiziellen Text. Hi Bernd, schön. Dass wir uns immer daran erinnern, tut dies zu meinem Gedächtnis, hat Jesus gesagt. Dies ist mein Leib, ich erzähle es nachher noch, aber die Formel kennt ihr vielleicht auch. Dies ist mein Leib,
für euch gebrochen, dieses mein Blut für euch vergossen. Und im symbolischen Gegenwert Leib, Brot, Blut, Wein. Und was ganz wichtig ist dabei, das Abendmahl, also das, es geht um darum, dass es ist ein, Jesus hat ganz bewusst etwas Sinnliches genommen, was wir sowieso jeden Tag machen müssen, nämlich essen und trinken. Wenn du dir ganz sicher sein willst, dann lob Gott am besten jedes Mal, wenn du überhaupt irgendwas zu dir nimmst. Wir sollen ja eigentlich auch beten vor dem Essen, dass, falls da irgendwas drin ist, was uns krank machen könnte, dass die Speise gesegnet ist. Das war im damaligen Palästina noch viel wichtiger als heute, weil die Krankenversicherung, da stimmt es übrigens nicht, was im Leben des Brian vorkommt, da gab es keine gesunde Krankenversicherung und so. Ansonsten ist der Film nahezu authentisch. Aber weil sie da sagen, die haben den Römern die Krankenkassen, das war natürlich Quatsch. Aber es geht also auch darum, deswegen halt generell beten und danken, so dass man gesund bleibt oder noch gesünder wird. Und Jesus eben nimmt dieses sinnliche Beispiel, was wir hier nachher für jeden, der das möchte, zelebrieren werden, das Abendmahl. Und wir haben auch vor, das jetzt hier in der Gruppe jede Woche zu machen. Also wir machen da nicht jedes Mal eine extra Predigt für, sondern wer dazu will, einfach so auch als Angedenken daran. Aber im Abendmahl gibt es erstmal, ich wollte noch was anderes sagen, also wegen Sinnlichkeit und Gott praktisch sich immer wieder daran erinnern, bei etwas, was man auch mit seinen normalen Sinnen erleben kann. Mit dem, was wir, wir sind ja auch immer noch Fleisch, wir bestehen ja nicht nur aus Geist, leider Gottes, noch nicht. Und Gott zum Fressen gern. Und jetzt springe ich zu Gott zum Anfassen. Gott live erlebbar. Nicht bloß als irgendein Hokuspokus oder irgendeine Materie und sonst was oder was halt da jetzt alles abgeht. Im Islam ist es ein eher unpersönlicher Gott. Das können die Leute sich nicht vorstellen, dass man da irgendwie, also dass Gott überhaupt sich selber die Blöße gibt und als Mensch in die, also in die Welt reinkommt und so, sich schwach zeigt, sich selber von seinem eigenen Volk kreuzigen lässt zum Beispiel, etc. pp. Das ist also dieser Gott, an den wir glauben, also dieser Jahwe aus der Bibel, der sich halt da offenbart hat und der sich eigentlich bei jedem schon offenbart hat, der Gott irgendwann mal ernst genommen hat, der gemerkt hat, huch, wenn ich die Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich christliche Gemeinschaft pflege, wenn ich mich von bestimmten Dingen dann irgendwann mal völlig zwangfrei mehr fernhalte, weil ich das Gefühl habe, eigentlich tut mir das gar nicht mehr gut bei meinem Versuch, glücklich zu werden oder wenigstens etwas glücklicher zu werden. Ich mache schon wieder Schachtelsätze, ist ja unglaublich. Also, das sinnliche Erleben, um Gott quasi zu sehen, huch, Gott ist ja wirklich da. Und jeder hat schon mal ein kleines oder großes Wunder erlebt. Jeder hat schon mal irgendwann gesagt, puh, da habe ich aber Glück gehabt. Oder, ah, das war jetzt aber ein glücklicher Zufall. Das Wort Zufall heißt, es fällt dir etwas zu. Im Jakobusbrief steht auch drin, alles Gute kommt von oben. Das ist ein Spruch aus der Bibel, nicht von den Brüdern Grimm. Es gibt keine Zufälle. Es fällt dir zu von Gott. Gott greift heute noch unmittelbar in Menschenleben ein. Und es gibt selbstverständlich, oh, aus Ladenburg, das ist ja geil. Na gut, und wusste ich gar nicht. Okay, ja genau, Ladenburg haben wir übrigens zu verdanken, apropos Brot und Wein, mal Kurve gerade noch so gekriegt, dass wir hier in einer schönen Weingegend leben, auch wieder was Gutes von den Römern. Okay, also beim Gott zum Anfassen, da fällt mir jetzt auch noch ein, wir haben ja jetzt den scheinbaren Nachteil gegenüber den ersten Jüngern, dass wir halt nicht so wie der Thomas, der Jünger, Gott live, also in Form von Jesus, in der Erscheinung von Jesus anfassen können. Und Thomas war einer von den 12 Jüngern, der, man sagt heute auch noch so Thomas der Zweifler und so. Und der konnte es einfach nicht fassen, der war natürlich auch todtraurig, wo sie seinen Chef gekreuzigt haben, den er sehr geliebt hat. Und wo er ihnen dann wieder erschienen ist, nach der Auferstehung, da haben alle gesagt, das ist ja geil, das, du bist wieder da und so. Und man, wir sehen es ja sogar, die Wundenmale waren noch da. Das war noch nicht der perfekte, veränderte, ewige Leib oder verklärte Leib, wie man das ausdrücken möchte, das ist ja eigentlich auch, also das, was wir dann irgendwann auch im Himmel sein werden, was wohl eher so eine Geistform ist oder sonst was. Da kann man spekulieren, ob es überhaupt noch Geschlechterunterschiede gibt oder ob man sich überhaupt noch erkennen wird, aber ich glaube zum Beispiel, dass wir uns erkennen werden, gegenseitig. Ich freue mich schon auf einige sicher Leute. Sicher wie das Arm in der Kirche. Da bist du biblisch. Ist sogar biblisch, okay. Ja. Nein. Dass wir uns im Himmel wieder ging. Okay. Nein, steht nicht geschrieben, dass wir uns erkennen werden. Ja, super, interessant. Müssen wir nachher mal, ja gut, okay, fantastisch. Super, danke. Okay, wusste ich gar nicht. Ja beruhigt mich unwahrscheinlich. Wäre ja auch ein Witz. Ich war ja eigentlich schon, von der Logik her, gell. Ja. Also,
werden erhöht, nicht erniedrigt. Ja, eben, genau, das ist richtig. Okay. Keine Stunde dafür. Was? Und wäre mir ja, ne, können wir nachher noch drüber reden, das ist interessant. Aber logisch, eigentlich, also, es wäre ein hoffnungsvoller. Also, ich bin mir sicher, dass ich ihn gut wiedersehen, Frankie. Das ist ja kein erinnerndes Bewusstsein. Du kannst ja da mit der Lebensrückschau zu Anfang. Und Ewigkeit sowieso, ja, genau. Genau, und Thomas der Zweifler, also er hat Gott zum Anfassen erlebt, so, der hat dann irgendwann, Jesus hat dann zu ihm gesagt, wenn du es mir nicht glaubst, hier ist meine Wunde, leg die Finger rein und so. Und ja, übrigens ohne Angst dabei, sich mit Coronavirus anzustecken. Und also dann hat halt auch Thomas geglaubt, hey, du bist jetzt echt tatsächlich. Okay, Abendmahl hat viel zu tun mit Essen. Also die Hälfte vom Abendmahl besteht aus Essen, die andere aus Trinken und das alles natürlich aus dem geistlichen Bewusstsein heraus. Aber in der Bibel, das fällt mir dazu ein, hochaktuell, Coronavirus, gibt es tatsächlich Bibelstellen, mit denen Phänomene wie solche Seuchen erklärbar sind. Das ist bloß als Einschub, wenn wir eh schon bei Ernährungstipps aus der Bibel sind, also aus die Bibel als Kochbuch sozusagen. Ich lese es jetzt nicht komplett vor, das sind bloß mal so ein paar kleine Beispiele, weil das ist durchaus möglich, dass man das hätte verhindern können, dass es ausgerechnet in China sich ausbreitet, weil man nämlich in 3. Mose 11 einige, also das sind zwei Spalten voll mit Vorschriften oder Empfehlungen Gottes haben, was man überhaupt essen soll und was nicht. Jetzt denken natürlich alle als erstes, ihr Kind Schweinefleisch und so, da sind sich eigentlich die meisten Ausleger einig, dass das daran liegt, weil Schweinefleisch, gerade in dem warmen Land wie Palästina, hier geht es ja jetzt im Exil los, wenn die Greta recht hat, hat es aber nicht, dass man da halt das Schweinefleisch schneller verwest. Und damals gab es noch keine Tiefkühltruhen, deswegen war es sinnvoll, Schweinefleisch zu verbieten. Es gibt auch noch aus anderen, ein Moslem hat mir mal erzählt, Schweinefleisch nicht, weil es ist unreines Tier, weil die auch, hat mir einer erklärt, das war ein Iraker, der hat gesagt, nee, also esst du keine Schweinefleisch, weil macht auch, ist ein einzige Schwein, die einzige Tier, die ist nicht eifersüchtig. Fand ich eine interessante Argumentation. Weil die auch untereinander, also dass die quasi mit jedem Schwein reinmachen. Und das fand ich auch eine interessante Interpretation. So, also so habe ich noch nie gesehen, weil sie sich halt im Dreck suhlen, kann sich sowieso jeder vorstellen, aber normalerweise, wenn man es dann in die Pfanne haut, kann man ja doch ein bisschen Wasserfeuer drüber machen. Und Allesfresser sind. Und Allesfresser, ja, das sind wir ja eigentlich auch. Es gibt bestimmt aus heutiger Sicht viele Gründe, nicht so viel Schweinefleisch zu essen, was ich habe gehört, wegen Testosteronwert oder sonst was. Aber bei diesen ganzen Riten, also man darf keine Religion daraus machen, ich esse kein Schweinefleisch mehr und dann bin ich ein besserer Mensch. Und so. Und also natürlich sind die Schweine damals auch dabei gewesen und Petrus selber hat ja dann später gesagt, für die Heiden gilt es ja sowieso nicht. Und wir sind ja hier, so weiß ich, Überblick alles Heiden. Also aus den Heidenvölkern. Aus den Heidenvölkern quasi, ja genau. Und auch die Hähnchen. Ja. Was ist? Ja. Wer weiß? Ja, das stimmt auch wieder. Ja. Ja, ja. Kann auch sein ihre eigene. Ja, ja, ist richtig. Es gibt halt da. Hähnchen ist nicht der Schweinefleisch. Also ich weiß jetzt nicht genau, was es ist. Ich lese jetzt einfach mal exemplarisch mal zwei Verse so. Auch alles, was, also das ist jetzt 3. Mose 11 ab Vers exemplarisch 27, auch alles, was auf seinen Tatzen geht unter den vier Füßlern, soll für euch unrein sein. Auf Tatzen. In diesem Haushalt hier, ihr habt es ja schon bemerkt, da gibt es insgesamt 12 Tatzen. Geteilt durch 4 Tatzen von meinen 3 Katzen. Ich hatte hier tatsächlich mal einen Chinesen zu Gast, da war ich mal bei einer. Da habe ich den Alex Kloos dabei gehabt, wir haben ja manchmal so eine Blödelshow gemacht und dann irgendwann fand ich das interessant, mit meinem Holter-die-Polter-Englisch mit dem zu kommunizieren, dann springt auf einmal der Nemo hier rum und so. Ich habe, wie ist denn das? Du bist doch Chinese, also, ja, aber jetzt hier nicht, kriegst du dann Hunger, wenn du das siehst und so. Und der hat natürlich gelacht. Aber das ist kein Witz, in China, da ist ja wirklich eine Esskultur, die essen ja wirklich alles, total. Schlange, Katzen, Hunde und so. Jetzt ist natürlich, also jetzt nicht irgendwie rassistisch, von wegen, die sind gerade selber schuld, dass sie krank werden oder so, aber das hat auch damit zu tun. Ich persönlich glaube auch, dass es insofern kein Zufall ist. Also ich meine, alles, was, wir haben die Pest ausgerottet, dann kam irgendwann AIDS und so, was weiß ich. Also es kommt sowieso immer das nächste Ding drauf. Und ich denke halt, dass in allem, jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, wie kann Gott das zulassen? Das werden jetzt die Atheisten wieder sagen, ja, das, jetzt, wenn das erste Kind jetzt an Coronavirus stirbt, dann werden die Atheisten wieder sagen, das ist so asozial. Ja, ja, Gott, dann glaube ich niemand überhaupt kein, wie kann der das denn zulassen? Erstens, dieses Kind wird, da wo es jetzt ist, bestimmt nicht zurückwollen. Das ist eine Gnade, früh zu sterben, in dem Fall. Und dieser Gott
hat diese Erde dahin gegeben in ihrer Schuld. Die Erde ist ein Massengrab schon immer gewesen. Genau, das ist es halt. Also das wird da immer falsch interpretiert, immer so diese Weltverbesserer, so ich warte bloß noch darauf, dass irgendwann die Gesellschaft, es gibt Ärzte gegen den Atomtod und sonst was, Gesellschaft gegen Krebs und irgendwann gründen sie noch die Gesellschaft gegen den Tod. So verblendet, völlig Michael Jackson tief frieren und irgendwann werden sie die All Night Long Pille finden und dann könnt ihr mich wieder auftauen. Und so. So wird das irgendwann laufen. Die Leute werden immer verrückter. Und dann, das ist ja auch schon, das, selbst wenn sie, es wird ja schon geklont. Ihr kennt da den Film, da die Insel, wo jeder von sich selbst einen Klon hat. Und dann, wenn hier, also ich saufe jetzt erstmal und dann, wenn die Leber fertig ist, lasse ich den anderen Sören kommen und abschlachten und lasse mich dann da implantieren. Wisst ihr, ob das nicht schon manche Superreichen machen? Also das ist ja alles möglich. Jeder Wahnsinn. Also erst kommt immer so die Science Fiction, so die Vision und irgendein verrückter Frankenstein-Nachwuchs, der macht es dann und sagt, ja klar, das probieren wir aus. Und so Dinger, da ist ja so Perversion hoch 18, ist unglaublich. Naja, also das war jetzt bloß am Rande so ein Einschub da wegen Essensvorschriften, ist mir dazu nur eingefallen. Und genau, Gott zum Anfassen hatten wir. Ja, der eigentliche Abendmahlstext kommt vor im ersten Korintherbrief. Da ist mir jetzt mal aufgefallen, da auch heute Morgen in der Badewanne irgendwie, dass das also erstaunlich ist, wie oft ich aus dem ersten Korintherbrief vorlese. Aber das sind halt auch gerade für, ich sage jetzt mal so, für Leute wie uns hier. Also gerade Korinth hatte ein Problem mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Das kam ja aus der griechischen Kultur, auch da gab es den Dionysos-Kult, den Jim Morrison auch bis zum Untergang gefrönt hat, also so viel Exzess wie möglich, um so viel Weisheit wie möglich drauf zu kriegen und sich nachher wundern, dass man früh stirbt. Und Tempelprostitution, also da gab es Puff und Tempel war da fast dasselbe und man hat gedacht, man tut dem oder denjenigen Gott noch etwas Gutes, indem man da hingeht und da ein paar Drachmen oder was, oder damals, oder die waren Drachmen und Eulen, war das die gleiche Währung eigentlich? Na, ist egal. Das heißt, es gibt den Spruch, Eulen nach Athen tragen und so. Und also damals mussten die ja noch ohne EU-Rettungsschirm klarkommen. Und deswegen gab es halt Tempelprostitution im großen Stil. Weil ich das überblick, überwiegend freiwillige Prostituierte. Und das war für die halt nochmal, für die ein Akt der Anbetung. Mit denen zu pennen für Geld und dann auch noch dem Gott was zu tun. Natürlich war da auch der Fruchtbarkeitsgott dabei und sonst was. Und die Griechen waren ja eigentlich ziemlich weit da, auch was Philosophie angeht. An der anderen Stelle hat der Paulus dann denen so gesagt, die waren ja sogar so konsequent, dass sie gesagt haben, vielleicht haben wir ja einen Gott vergessen. Apostelgeschichte 17 ist es, glaube ich, lese ich jetzt nicht vor, wo Paulus dann sagt, ihr habt hier einen Tempel für den unbekannten Gott. Das ist hochinteressant. Ihr seid eigentlich ein sehr frommes Volk, aber ich erzähle euch was. Einen Fehler habt ihr gemacht, ihr braucht nur diesen einen Gott. Diese anderen Götter, die könnt ihr alle vergessen, die sind alle nur aus Stein und aus Holz. Also, insofern, und auf diesem Level hat ja dann Paulus dann quasi all die Griechen, also auch die Korinther abgeholt. Und wo sich das halt so verbreitet hat, so dieses, der Höcke wird jetzt sagen, dieser lebensbejahende, mediterrane Lifestyle. Und wo sie halt dann, das musste der den quasi erstmal austreiben. Und da gab es dann, wo dann das Abendmahl eingeführt wurde, aber ich glaube, das lese ich doch erstmal vor, wie es Jesus vorher gesagt hat, sonst kommt es ein bisschen durcheinander rüber. Also Jesus hat es jetzt seinen ersten Jüngern gesagt, da sind wir jetzt ganz konsequent. Und jetzt nachher erzähle ich, sorge mir das irgendwie aus dem Finger. Lukas 22, Vers 19 müsste sein, genau. Also die kommen ja da zusammen und zwar ausgerechnet beim Passafest. Ihr erinnert euch, wenn ihr es schon mal gelesen habt, Jesus ist ja da. Der wurde ja erstmal bejubelt dann da irgendwie, wo er nach Jerusalem rein ist, in der Karwoche, am Palmsonntag, weil sie da dann auch durch die Blätter und so, der Meister kommt, der, von dem wir schon so viel gehört haben, der jetzt hier 3 Jahre lang missioniert hat, und jetzt kommt er eigentlich, da wurde er noch bejubelt, umso widersprüchlicher, dass er dann 6 Tage später gekreuzigt wurde, wo man denkt, das ist da schief gelaufen. Also so schnell, ja, kann der Ruhm auch wieder abbrechen, würde man jetzt heute sagen. Aber in dem Fall war das ja alles voll in Gottes Plan drin. Und seinen engsten Kreis hat er dann ja nochmal zu sich versammelt am Passafest. Und das war ja dann der Tag vor Karfreitag, also Donnerstag, wo sie dann, stimmt das überhaupt? Warte mal, das war am Passafest. Entschuldigung, mein Fehler. Das ist nicht ausdrücklich der Tag
wo sie, bevor sie ins Land. Nee, Entschuldigung, also in dieser Woche natürlich. Und ja, das fehlt jetzt noch. Noch umstellen. Okay. Ich, dass die Leute mal während der Predigt anrufen. Ja, ich glaube so. Ja, anstatt das einfach. Aber ich habe es gar nicht geteilt. Deswegen raffen die das gar nicht, dass ich online bin. Und schön, dass das überhaupt noch in dem Land sein darf. Was? Dass du noch online das sein darfst. Das ist auch ein Aspekt, ja. Das stimmt allerdings, ja. Also wie gesagt, die haben ja da beim Passafest, also da haben sie, das Passafest ist eigentlich ein Gedenkopferfest gewesen, das Gott im sogenannten Alten Bund, auch im dritten Buch Mose, vorgeschrieben hat. Also steht auch genau drin, wie das Passalamm, das dann geschlachtet werden soll, aussehen soll, rein und sonst was. Und dann haben die praktisch auch zusammen sich zum Passafest, traditionell, es waren ja alles Juden, Jesus und Petrus sowieso und alle anderen, die da versammelt waren, auch Judas noch an dem Tag. Und deswegen haben sie Passafest gefeiert und das ist ja gerade das Geniale bei dieser Geschichte. Also sie haben Passafest gefeiert und dann kommt Jesus und sagt, also mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Muss ich mal kurz sagen, da. Und, Entschuldigung, naja, es hat Improvisation, das ist halt ein Leben für einen Gitarristen. Und für Arbeitslose sowieso. Und für Freischaffende. Ich weiß gar nicht, wann ich sorgloser war als Arbeitsloser oder als glücklicher Arbeitsloser, als glücklicher Lebenskünstler mit ungesichertem Einkommen. Vielleicht noch vor Hartz IV. Ja, genau. Mach Backe. Jetzt gucke ich ja. Also, ach, jetzt haben wir das doch gleich hier, was rein ist. Also eben so, jetzt sind wir ja auch noch dabei. Also jetzt muss es stimmen. Ja, vielleicht noch in der Gruppe. Ach komm, ey. Ach, die erste Gruppe ist mein gefälligst. Ja, oder? Das kann übrigens auch mal jemand anders übernehmen, dass ich da nicht während der. Da können wir mal irgendwann Aufgaben verteilen. Wir haben doch einen ITler. So deutlich wollte ich es nicht sagen. Vielleicht an den anguckst, alles delegiert. Natürlich, du weißt doch, diese Großen delegieren immer. Also, du machst die Schilder, du machst selber. Die Zeit des Musikgangs ist vorbei. When the going gets tough, the tough get going. So, jetzt müssen also wirklich hier mit begriffen haben, dass die letzte Predigt vorm Orkansturm Sabine ist. Genau. Sabine, was ist Sabine? Wo ist Orkansturm Sabine? Also wie gesagt, sie sind also am Passamahl feiern, Jesus und seine 12 Jünger. Und dann sagt Jesus selber, das ist mir also ein Anliegen, mit euch jetzt das hier zu feiern, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Und also das machen wir, ich meine hier symbolisch halt jetzt, das Ding an sich machen wir später. Den Kelch und wir haben hier übrigens eine fantastische Sorte gefunden, Light Life. Also christlicher geht es wirklich nicht. Wir hoffen, dass wir in Zukunft, also ich werde mit denen demnächst reden so, dass wir halt dann nie wieder dafür bezahlen müssen, indem ich dann immer wieder sage, dieser Gottesdienst wird präsentiert, unter anderem von Light Life. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Leid, leicht, das Licht, leichtes Leben in Christus, sanftes Joch, passt alles wunderbar. Nehmt diesen und teilt ihn unter euch, denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und mit dem Reich Gottes gekommen ist. Also ich sage, damit hat er schon seine Auferstehung gemeint. Natürlich, das ist das Zeichen der Auferstehung. Also nicht jetzt irgendwie ein paar tausend Jahre später, wenn dann mit when the Trump begins to play und so, sondern das wirklich, also da, das war ja schon der Sieg über den Teufel. Seitdem ist das ja schon in Erfüllung gegangen, der sich halt jetzt immer mehr verwirklicht. Und das hat er halt angekündigt, die haben das da selber nicht so richtig gerafft, die Jünger und so. Und dann sagt er das halt dann und sagt denen, ja, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis, das machen wir nachher auch, wir haben hier Brot. Das haben wir jetzt vom Edeka. Sponsor. Und das fanden wir irgendwie kultig, das so auch in dieser mediterranen Form jetzt hier nachher zu brechen. Und in der Hoffnung, dass es nicht Corona verseucht ist, nicht zu erbrechen. Ich hoffe, es sind keine Fledermaus-Stücke drin. Und er sagt eben, tut das zu meinem Gedächtnis, also eine Erinnerung. Und tut das, bei einer anderen Stelle heißt es sogar, tut es jedes Mal, wenn er euch trifft.
Also, ich habe es jetzt hier aus Lukas zitiert, der Bericht ist auch in zwei anderen Evangelien, Matthäus und Markus. Ja. Und also einfach, wenn ihr euch trefft, und deswegen machen wir das jetzt hier auch ab jetzt jede Woche und so, also danach dann irgendwie, wenn die Predigt rum ist, noch ein Lied singen und wer möchte, zweimal Abendmahl. Und was halt jetzt auch noch wichtig ist, es geht jetzt hier nicht um das Mega-Brimborium oder sowas. In der katholischen Kirche, da ist es ja so, erstens mal, das Fußvolk kriegt gar keinen Wein. Das ist schon mal absolut unbiblisch. Dann kriegt man da so diese, also Obladen. Bei Walter Mörs heißt es Jesus-Chips, also Obladen. Der sagt, dann kann ich da, naja, das kleine Arschloch da in der Kirche und so. Das ist eine beliebte Comicfigur, für die es nicht wissen und so. Und naja, der veräppelt da den Pfarrer ein bisschen und also auch ein Humor, den ich fantastisch finde. Und weil ja das Religiöse verarscht wird, nicht der Glaube an sich. Das, was da in den meisten Kirchen da stattfindet, da ist so viel Religiöses dabei, auf das wir hier ja, soweit wir das im Griff haben, bewusst verzichten. Und auch wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern, dann hat das nichts mit Religion zu tun. Bitte ich drum. Sondern wir machen das aus Glauben heraus. Und deswegen will ich damit ein paar Vorurteilen vorher noch aufräumen. Also, wie gesagt, zum Beispiel, Jesus hat das symbolisch gemeint. Nicht, wie es in der katholischen Kirche gesagt wird, jetzt haben wir doch den Wein und dann klingelt es und dann ist es Blut. Ich war neulich bei dem Fachkriminologen, Biologen, was weiß ich was, überhaupt bei einem Vortrag, Benecke oder so, ja. Ist der, gell? Hat mich die Sabine eingeladen, hat mich voll gefreut und so schade, dass er heute nicht da ist. Der hat, also das ist ein Spezialist, so ich habe gedacht, so ich gucke ja gerne Tatort Münster, so also ist das so ein Typ wie der Berne da, so Pathologe und Kram, was weiß ich. Und der halt, also der erkennt da, der wird dann weltweit eingeladen, wo verschiedene Blutspuren an einem Tatort übereinander gehen und so. Und gerade der Vortrag, den wir da gesehen haben, der ging es halt speziell um Blut und darauf komme ich jetzt deswegen. Ich wollte eigentlich sagen, hat das überhaupt mal einer überprüft, ob das wirklich stimmt in der katholischen Kirche? Jetzt ist es Wein, das ist alles rational, ungeöffnet, okay. Kein Trick dabei, so wie bei Wetten, das früher. Dann, und dann klingelt es und dann ist es Blut und das darf dann der Priester trinken. Und da sage ich, wo ist denn der Benneke, wenn man ihn mal braucht? Da eine Probe, dann haben wir den ganzen Hokuspokus sofort widerlegt. Das verwandelt sich nicht in Blut, das ist immer noch der gleiche Wein und sonst was. Und das ist Religiosität. Einen habe ich noch, der Priester nimmt die Oblate vorher noch so, in der katholischen Kirche gibt es gute Christen. Es gibt gute Christen in der katholischen Kirche, ich kenne welche persönlich und so. Ich eck mit dem auch manchmal an, wenn ich ihnen sage, vergesst es mit dem Papsttum, das ist heute schlimmer als zu Luthers Zeiten, der Einfluss. Also, aber deswegen empfehle ich eigentlich jedem, den Scheißladen zu verlassen, ehrlich gesagt. Alles, was und mit Kirche und Religion zu tun hat, hat nichts mit Gott zu tun. So ist es, genau, ja. Je näher du zu Gott kommst, umso weiter entfernst du dich von den etablierten Kirchen. Haben wir, wie wir hier sitzen, alle erfahren. Genau, also ja genau, das mit dem Ding, das muss man auch noch wissen, oder ist interessant zu wissen, also diese Oblaten in der katholischen Kirche, die werden dann noch so hochgehalten und das ist in Wahrheit immer noch ein symbolischer Sonnengott-Anbetungsding, Aschera, die Sonne, und die wird dann so geheiligt. Die katholische Kirche hat es ja geschafft, aus dem Aschera-Kult der Altgermanen und den es auch früher schon im Babylonischen, bei den Germanen dieser Astera, daher kommt auch das Wort Ostern, Astera, Aschera, das ist auch die babylonische Fruchtbarkeitsgöttin oder irgendwie eine Verwandte, die haben da mehrere gehabt untereinander. Und da ist also einiges durcheinander gegangen und das haben die Katholiken mit Absicht gemacht. Die Freichristen haben sich irgendwann im Römischen Reich so weit ausgebreitet, dass sie nicht mehr zu bremsen waren. Da haben wir gemeint, um das überhaupt noch irgendwie, wie macht das dein Hund, einzuhüten, müssen wir halt jetzt einfach sagen, wir sind selber alles Christen. Das hat es dann Konstantin gemacht, wobei der selber, glaube ich, wirklich Christ war. Dem ist dann wirklich ein Traum erschienen, in hoc signo venceremus, in diesem Zeichen werden wir siegen, so ungefähr. Und dann haben die da eine Schlacht geführt im Namen des Kreuzes, ist also eine Verteidigungsschlacht, so viel ich weiß. Von Angriffsschlachten halte ich da ja nicht so viel und die sind auch spätestens seit diesem neuen Bund, von dem wir gleich reden, absolut abgeschafft. Auch im Namen Gottes gibt es keine militärischen Auseinandersetzungen mehr, also keine mit körperlicher Gewalt. Unsere Waffen sind die Waffen des Geistes, das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Okay, also haben wir das auch geklärt. Also da gibt es viele Verkrümmungen, was Abendmahl ist zum Beispiel. Also das Abendmahl, das was du machst, das ist ein Symbol und kein Hokuspokus. Das ist wirklich wichtig. Jetzt gibt es Bibelstellen. Zum Beispiel eben, wie gesagt, bei den Korinthern, da hat es nämlich dann irgendwelche Exzesse zur Folge gehabt.
Und darauf weist Paulus dahin, im 1. Korinther 11. Genau, da geht er ja vorher schon die ganze Zeit mit dem da heavy ins Gericht. Und jetzt, das lese ich jetzt mal komplett vor. Erstmal, also ich bin im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Abvers 17. Also Paulus gibt der Gemeinde in Korinth Tipps und Anweisungen, wie das beim Abendmahl zu laufen hat. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind. Naja gut, da müssen wir gerade was sagen. Ja, wenn ihr in der wichtig wir auch scheinen und wie ernst wir auch es meinen, kann der Streit uns doch nicht einigen. Auf dem Weg zu dir, dazu genügst nur du, Jesus. Das ist schön. Genügst. Super, fantastisch. Ja. Das ist wirklich gut. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen ja auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten offenbar werden unter euch. Ich meine, gut, das gibt es übrigens in allen Gemeinden. Also ich habe noch keine. Das haben wir hier ja auch schon erlebt. Ja. Also bei den Juden, die haben ja auch einen guten Humor. Also da gibt es ja den Spruch, zwei Rabbis, drei Meinungen. Also das ist also wirklich unter Leuten und unter Pharisäern und Schriftgelehrten, und ich bin ja so ein Hobby-Schriftgelehrter, und ich muss mich da auch immer wieder an die eigene Nase packen, dass ich nicht auf die Idee komme, dass ich da irgendwie ein Furz besser wäre als jemand, der die Bibel nicht in der Hand gehabt hat. Das, weil dann so, und dann am besten noch neulich habe ich einen anderen Kollegen da gehabt, der ist evangelischer Pfarrer, den kenne ich noch von vor 20 Jahren. Und dann haben wir da auch angefangen, Bibelstellen auseinanderzunehmen und so. Und habe ich gedacht, naja gut, okay, also klar bist du immer einen Schuss vor mir und so. Also du hast dir das ja wirklich reingezogen und Fachliteratur zur Hand gehabt, die ich halt nicht auf dem Sperrmüll finden konnte. Aber dass man da auch aufpassen muss, dass also das, was einen wirklich verbindet, immer noch in Christus. Ich merke es auch bei politischen Auseinandersetzungen und so. Wenn ich halt dann mit sogenannten linken Christen rede und so. Ich selber halte nichts von diesem Links-Rechts, aber dann muss ich trotzdem sehen, okay, also ich bin da völlig anderer Meinung, aber über allem steht immer noch Christus, in dem sind wir ja vereint. Meine heimliche Hoffnung ist, dass so vielleicht noch ein Bürgerkrieg in unserem Land zu verhindern ist. Und so, ideal wäre, wenn die Antifa sich bekehren würde. Und ich wäre froh, wenn Gott jemand anders als uns in dieses Gebiet schickt. Aber mal gucken, was der Ruf bringt. Wenn ihr nun am selben, also weiterhin diese Anweisungen, und jetzt kommt es halt, was da wirklich daneben gelaufen ist bei den Korinthern. Wenn ihr Korinther, sagt Paulus, nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Also Paulus sagt, du, ihr, was geht denn da? Was habe ich da zu hören bekommen? Ich habe euch gesagt, wie Jesus es gemacht hat, und wir machen das jetzt auch so. Und dann ist es da zu Exzessen gekommen. Da gab es wie in jeder Gemeinde Arme und Reiche. Dann manche sind da hingegangen und haben das einfach als Orgie gesehen und sich da so lange vollgestopft, bis nichts mehr übrig war. Die haben da auch nicht bloß, ich glaube nicht, dass sie da bloß mit Brot angetanzt sind. Die haben da richtig aufgefahren und sonst was. Und teilweise waren die Leute dann angesoffen vom Wein. Das kann ja heute fast überhaupt nicht passieren, zumindest in den westlichen Kirchen, die wir alle kennen. Ich habe noch nicht erlebt, dass einer beim Abendmahl dann davon einen Schlag gekriegt hat oder so. Aber das waren also unmögliche Zustände. So, und deswegen geht Paulus da auch wirklich drauf ein und sagt dann später auch, dass man das eben auch in Würde zu sich nehmen soll. Aber da wird ein Ding etwas oft falsch erklärt, aber dazu komme ich wegen, genau, das sagt er dann kurz nach diesen offiziellen Einsetzungsworten. Ich überspringe jetzt die noch, weil ich die ganz zum Schluss bringen will. Ich bin jetzt bei 1. Korinther 11, Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Kriegen wir das vielleicht noch ein bisschen umständlicher, zum Beispiel aus einem neuen Kämpfer. Das ist ganz einfach. Wenn du Schulden und Probleme hast und hast dich mit deinem Bruder versündigt. Stopp. Entschuldigung, Pascal, passiert selten, aber genau da muss ich schon abbrechen, weil da will ich ein Missverständnis gleich aufklären. 1. Korinther 12, ich will bloß mal gucken, ob das hier vielleicht ein bisschen, also auch für Leute, die jetzt nicht jeden Tag griechisch lesen.
Ja, aber die neue Genfer ist sogar noch besser. Haben wir fest. Also ist eine Geschmackssache, klar, aber wollte ich auch noch auf eingehen, gerade wenn wir über Essen gehen. Glauben ist nämlich keine Geschmackssache. 1. Korinther, wo sind da die? Ah ja, 12, 11, Vers 27, 28. Wie sagt das denn hier? Seid euch jedes Mal, wenn ihr der Herr auf unwürdige Weise von dem Brot isst, macht sich am Leib. Ja. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann. Ne, das ist ungefähr. Ne, das kann man anscheinend nicht moderner ausdrücken. Ist in Ordnung. Und zwar witzigerweise noch als Konsequenz dessen, wenn man da unwürdig rangeht, Vers 30, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Also mit diesen Sätzen ist erstmal gemeint, dass gerade diese ganzen Missstände, was da in Korinth passiert ist, dass man das zur Völlerei oder zur Sauferei missbraucht, das mal. Das ist ja absolut unterstes Level, also das geht mal überhaupt nicht. Auch nicht, weil man jetzt, natürlich wenn jetzt mal jemand hier kommt, wir haben ja auch Kontakt zu Obdachlosen, wenn jetzt jemand kommt und ein paar Tunis gegessen hat, dann wird der sofort die Hälfte von dem Ding hier kriegen, das ist ja mal klar. Und es könnte sich auch beim Kühlschrank bedienen und so, wir werden auch da reich beschenkt und so, also dass es sich das Zeug vergammelt und das ist wirklich die Wahrheit, also haben wir heute erlebt. Und das halt, genau, also selbstverständlich, aber das sollte dann eigentlich sowieso eine Selbstverständlichkeit sein, dass wenn ein Hungriger zu euch kommt, dann, ja gut, dann watsch bis Sonntag, dann haben wir Abendmahl, da kriegst du dann was. Also so ist natürlich nicht gemeint, sondern wenn einer kommt und dann kannst du dem was Gutes tun, dann mach es auch. Das klingelt alles bei dir in der Himmelskasse. Je mehr du gibst, umso mehr kommt zurück. Das ist die einzige Bausparkasse, der ich vertraue. Und das hat sich bis heute immer bestätigt. Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, wenn man es verschenkt. Und dann gehört natürlich auch dazu, also außer natürlich diesem totalen Exzessen, Gott ernst nehmen. Also prüfe sich selbst. Und da denken viele dann, da habe ich also wirklich schon Dinge erlebt, der eine lässt dann den Kelch an sich vorübergehen, nee, ich habe nur noch mit meinem Nachbarn Krach und so, nee, bevor das nicht geklärt ist, nee, heute mal nicht. Das habe ich früher auch gemacht, wenn ich in der Kirche war, wo jeden Sonntagabend mal gegangen wird. Nee, ich fühle mich heute nicht würdig genug. Wer macht dich denn würdig? Du selber? Aus eigener Kraft? Aus Gottes Gehorsam? Weil du es jetzt mal geschafft hast, eine Woche lang alle 10 Gebote, bis auf, dass du keiner Frau hinterher geguckt hast, zu allen. Hey, ich habe 9 Gebote gehalten, neuer Rekord. Heute bin ich so würdig, heute kann ich mal aus eigener Kraft das Abendmahl konsumieren. Das ist alles Quatsch. Klär du mit würdig, ist bloß gemeint, bist du dir dessen bewusst, was Christus für dich getan hat, in jenem Moment, sonst nichts. Es geht nicht darum, ach scheiße, dem habe ich das wirklich vergeben oder habe ich überhaupt um Vergebung gebeten, ah nee, komm, das mache ich nachher noch, so, jetzt fällt mir es gerade ein, jetzt geht, oh, der Kelch kommt immer näher und so, scheiße, jetzt werde ich gleich, ist es jetzt, versündige ich mich, wenn ich das jetzt so nehme, da werden Leute teilweise in die Psychiatrie gebracht mit dem Thema. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Jetzt erzähle ich euch eine lustige Story, was ich mal erlebt habe. In einer Gemeinde, wo ich mich jahrelang sehr wohl gefühlt habe und deren Prediger ich heute noch bewundere. Da ging es dann auch rum und da waren dann so 2 Mädels, die haben das halt da organisiert. Also und das war dann so krampfig, da mussten wir dann alle uns vorne hinstellen im Kreis. Und die waren dann irgendwie aufgeregt, weil die beiden, Entschuldigung, ich mag die beiden Damen sehr, eine davon ist meine Mutter, aber die haben da einfach noch einen religiösen Flash drin. Und so, das ist so. Weißt du, oder damals gehabt, ich weiß nicht, also das ist schon ein paar Jahre her. Ja, meine Mutter ist sowieso, also meine Mutter kommt in den Himmel, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran und so. Und trotz SPD-Wähler. Mutti, danke, dass du endlich mal ein Video von uns guckst, falls du es jetzt gesehen hast. Und was wollte ich sagen? Genau, also das ist halt. Und da war halt dann so ein Ding. Aber das, was ich jetzt erzähle, die Story, das war jetzt die andere Dame, also nicht meine Mutter, und die erwähne ich selbstverständlich nicht namentlich. Und dann ging das da rum und ich habe halt, dann hocken wir alle so da, stehen da so, und so. Und dann die eine in die Richtung mit dem Brot. Jedes Mal Christi Leib für dich gebrochen. Christi Leib für dich gebrochen. Die andere darum, Jesu Blut für dich vergossen. Jesu Blut für dich vergossen. Und ausgerechnet bei dem Gemeindeleiter, den ich wirklich liebe. Ich weiß ja, ob der mich liebt, weil der hat mir ein paar Mal gesagt, Sören, was deine Frauengeschichten angeht, da wirst du mit mir nochmal richtig Ärger kriegen. Aber das war jetzt auch schon wieder 2 Jahre her und da habe ich mich aus dieser Gemeinde auch mal ein bisschen zurückgezogen, weil ich dann selber gemerkt habe, okay, also was ich da veranstaltet habe, das war ja wirklich ein schreckliches Chaos. Mittlerweile habe ich seit einem halben Jahr die gleiche Frau und also... Das ist noch nicht immer Rekord. Das ist noch nicht mal...
Ja, der Rekord steht natürlich noch aus, aber nee, aber was auf jeden Fall ein Rekord ist, ist ein halbes Jahr völlig stressfrei. Also das wusste ich nicht, dass sowas mit einer Frau geht. Und ach ja, wo Frau, du wolltest nachher auch noch was sagen. Oh nee, das machen wir jetzt gleich. Machen wir das gleich? Nee, wir machen es nachher. Oder nee, ja, ja, such's nochmal raus. Ja, nee, ach ja, das war ja hier im Zettel, ja genau. Nee, das haben wir abgesprochen und das wollen wir jetzt öfter so machen, da, weil mir da manchmal so ein Macho-Tum unterstellt wird und so. Also, ja, aber was hat der Gemeindeleiter da? Genau, jetzt? Das kommt jetzt noch, gut, dass du sagst. Also, und der Gemeindeleiter stand halt auch da und das ist halt wirklich ein saucooler Typ. Und so. Und vor dem haben sie auch alle Angst, weil der predigt so hardcore-mäßig. Aber das ist halt auch eine Gemeinde von Leuten, die. Also die Hälfte von denen hat einen Schnalzhosenscheiß auf dem Arm gehabt. Die sind alle mindestens als, das ist wirklich die Wahrheit. Und die haben da, und ich liebe diese Leute alle. Und die sind teilweise seit über 40 Jahren in Christus. Da müsste man, wie Paulus an einer Stelle auch wiederum, zu wem sonst den Korinthern sagt, eigentlich mal davon ausgehen können, dass die jetzt auch schon geistliches Schwarzbrot vertragen. Und dass man da auch mal auf den Tisch haut und sagt, das muss anders werden. Normalerweise musst du einmal die Woche etwas mit Gott erlebt haben, was du dann begeistert am Sonntag in der Gemeinde berichten kannst. Daran merkst du, ob dein Gebetsleben in Action ist. Es muss ja nicht jedes Mal gleich sein, dass sich das rote Merk spalten hat oder sonst was, weil du schnell nochmal zum Aldi musstest. Aber dass du, ja, aber dass du, wenn du einfach sensibel und auch vielleicht mit offenen Augen und vielleicht auch mit den offenen Augen des Herzens durch die Welt gehst, betend, nicht verkrampft, sondern einfach, hey Herr, ich bin mal gespannt, was du mir heute lieferst und so, und geil, dass ich nicht tiefer fallen kann in deine Hand. Und dann wirst du da Überraschungen erleben, du wirst ungewohnte Situationen erleben, du wirst neue Leute kennenlernen, du wirst sehen, huch, das hat jetzt aber gut geklappt. Du wirst auch Rückschläge erleben, aber du wirst merken, huch, ich führe ein geistliches Leben, da hast du jeden Sonntag irgendetwas zu erzählen, mit Sicherheit. Und naja, und das war so ein bisschen das Thema von dem Genossen damals und so, also, und dann kam halt die eine Dame zum Axel, also zum, ja, das Axl Rose. Axl Rose war es, genau, ja. Und dann halt so, ich, also ich weiß nicht mehr, ob das war, glaube ich, die mit dem Wein und so, und dann ist sie durcheinander gekommen. So, ja, Jesu Blut für dich vergossen, Jesu Blut für dich vergossen und so, und Jesu Leib, Jesu Blut für dich, und er bloß, ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Alle hocken da, ultra krampfig, so. So, hab ich auch wirklich hier scheiß Sünde, ach Gott, ich habe schon wieder gewichst. Und so Dinger. Ah ja, so ist es doch, mein Gott, wenn ich das hier jetzt sagen darf. Ah ja, okay, das würde ich vielleicht, wenn wir irgendwann mal eine SAP-Arena-Veranstaltung haben, dann nicht so rüber, wohl da auch, weiß nicht. Wenn das da bühlen kann, dann können wir das erst recht. Aber nee, das ist wirklich die Wahrheit, da kann man auch Deutsch mal reden. Verstehst du? Das, also gut, heute haben wir hier wirklich. Ja, hier haben wir nur Männer und bis auf eine Frau, die das sehr gut versteht, was das Wort, das ich eben benutzt habe, so, weil sie ja weiß, gegen wen sie heiraten wird. Aber, ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Also, es ging, also, viele Leute haben sexuelle Probleme und so, ich würde sagen, alle. Weiter geht's. Zumindest alle gesunden. Nächste genau, weiter geht's, danke. Ja. Und, ich mal die Hand wechseln. Also, das, jetzt wäre jetzt so Gutenberg-mäßig, hätte ich das machen müssen, so von wie, oh, können wir nochmal machen, so, war das jetzt schon live? Damals. Ich schneide mal raus. Das ist dann das, was am meisten geguckt wird. Und der andere schneidet das jetzt raus. Da habe ich dann endlich mal die 1000 Klicks. Ich mache mal so ein Review von den ganzen Videos. Worst of. Okay, also. Und das ist halt das, also mit im unwürdig und so. Man kann sich da halt auch einen reinkrampfen und so. Und davor würde Gott sich dann freuen. Dann würde Jesus da heute in so eine Schar reingehen würde. Ich meine, an uns hätte er ja was anderes auszusetzen. Mir würde wahrscheinlich die Ohren langziehen und sagen, das Wort mit wem muss will ich weder laut noch oft hören in der Predigt. Wer macht? Und da würde er wahrscheinlich sagen, ja echt? Und das macht ihr jeden Sonntag? Wofür? Was hat Gott davon, wenn wir uns da einmal die Woche treffen und 2 Stunden lang irgendwie verschämt gucken und den ganzen Rest der Woche genau das gleiche Leben führen wie die ganze Welt sowieso? Bloß, dass sie das prima ohne Gott hinkriegen. Und dann auch noch verschämt da rumgucken und so. Und eigentlich sündigen wollen, aber nicht sündigen. Das ist doch Quatsch und albern. Gott weiß doch eh unsere Gedanken. Und wenn wir, allein wenn wir in Gedanken schon gesündigt haben, das ist vor Gott in der radikalen Übersetzung, also wie ja Jesus das in der Bergpredigt dann nochmal verschärft quasi, das ist genauso Sünde. Du hast dann genauso wieder mal gezeigt, dass du nur ein Mensch bist, wie wenn du jeden Tag eine umlegst. Das ist das Gleiche, du bist Sünder, und wie sich das jetzt äußert, das hat natürlich in der Welt unterschiedliche Konsequenzen.
Aber dann kommst du hoffentlich in den Knast oder wirst leider abgeknallt beim nächsten Amoklauf. Aber ja, jetzt bin ich schon wieder so brutal. Also aber eine Frucht des Heiligen Geistes ist es ja, doch, dass wir uns unserer Sündhaftigkeit immer mehr bewusst werden. Das ist es eben, ja, genau. Also du wirst ja in falsche andere Motive noch und man wird ja sensibilisiert. Ja, ja, also große Prediger, die, wo dann die Massen auf sich ziehen, die haben es ja noch viel schwerer, weil ja, sie versucht werden, wissen, was es auch ihnen bringt. Und das ist ein kleines Beispiel. Ja, ne? Und, richtig, genau. Und das ist halt das. Also, wenn ihr, also wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern, da geht es bloß darum, nehme ich das ernst. Und ob du weißt, dass du im Boot drin sitzt, das steht im Römer 10, Vers 9 bis 11. Also das ist einfach die Fahrkarte in den Himmel. Wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Jesus Christus für dich gestorben ist und mit dem Mund bekennst, dass er wieder auferstanden ist, dann bist du gerettet. Das ist deine Fahrkarte in den Himmel. Mehr ist es nicht. Und wenn du das ernst meinst und das in deinem Leben glaubst, dann bist du herzlich dazu eingeladen, dich im Gedächtnis an diese fantastische Tatsache, was in diesen 42 Stunden zwischen Tod und Wiederauferstehung Christi, dass das das Bedeutendste überhaupt war, was in der Menschheitsgeschichte passiert ist, und dass du es auch für dich als kleiner Mensch in Anspruch nimmst, dass du da dann praktisch dich so symbolisch mit dem Leib Christi sogar vereinigen kannst. Das ist fast schon, ja, das ist halt. Aber eben, wie gesagt, Brot, also nicht symbolisch. So, ich sehe, dass du gerade kritisch guckst. Zum Gedächtnis, das ist das ganz Entscheidende. Du hast etwas Sinnliches und sagst so, und das machen wir jetzt mal ganz bewusst. Geil, vielen Dank, Jesus, dass du das damals für uns getan hast. Und wir wollen das immer wieder erleben. Jesus, Paulus hat dann diese Einsetzungsworte hier nochmal so formuliert. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich 1. Korinther 11, Vers 23, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. Dann war das doch die Nacht, in der er verraten wurde. Was habe ich vorhin erzählt? Also, Gründonnerstagabend war das dann. Ja, sicher. Ja. Also, okay. Also die Nacht vor Karfreitag. In der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Also, das ist mein neuer Bund, sagt er dazu, gell? Ja. Dieser Kelch ist der neue Bund und das Passafest, das war der alte Bund. An diesem grünen Donnerstag ist dieses alte Gesetz quasi erfüllt, nee, eben erfüllt worden. Da sagen viele, ja, okay. Jesus hat es ja nicht abgeschafft, sondern er hat es erfüllt. Und dadurch, dass er sich stellvertretend dann geopfert hat, das einzige Menschenopfer, das jemals Sinn ergeben hat in der Menschheitsgeschichte. Er hat das doch als sein Ritual dann adaptiert, oder? Ja gut, ich meine, also er, also es ist ja der gleiche Autor. Also Gott hat ja damals, Gott Vater hat das ja denen schon gesagt, dass die das machen sollen mit dem Passafest und wie das aussehen soll. Zum Beispiel, dass die auch da ungesäuerte Brote nehmen sollen. Und zwar, das hat übrigens auch eine interessante Bewandtnis. Hier sieht man das gleich ein bisschen. Bei manchen Fladenbroten von damals, die werden dann so durchgestochen. Und das war damals schon ein Hinweis auf die durchstochenen Hände von Christus. Und damit ist das praktisch, also das ist ja auch der Widerspruch von den Juden, die heute noch nicht Christus als Messias annehmen. Die machen da im Prinzip unbewusst etwas, was eigentlich ganz klar auf Jesus hinweist. Und Brot und Wein, natürlich auch in Gedenken, also an den alten Bund hier, ich stehe zu euch, und damals galt es halt nur für die Juden als auserwähltes Volk, und das geistliche Israel, zu dem heute jeder gehören, der dazu gehören will, indem er sagt, hey, ich nehme das, diese Einladung in deine göttliche Familie, also in die Jesus Family Universe, dankend an. Und deswegen, also das, und damit hat praktisch er das erfüllt, und eigentlich ist das alte Passafest damit
also ad acta gelegt. Und wer halt jetzt mit Gott Frieden haben will und diesen Bund leben will, der erinnert sich daran dann eben dann durch dieses Abendmahl. So, ich glaube, das Wesentliche habe ich jetzt rübergebracht. Das führt jetzt zu weit. Das waren auch teilweise Informationen, die ich ja heute Morgen schon aus der Badewanne zum Besten gegeben habe. Jetzt würde ich sagen, dass wir hier einfach mal... Ach ja, genau. Jetzt singen wir erstmal dieses Lied hier. Und zwar die ein... Das ist ja geil. 717, 117. 777. Cool, oder? Es gibt keine Zufälle. Halleluja. Also jetzt singen wir aus dem Buch hier, die 117. Hat da jeder, der Bock hat, eins. Da liegt noch eins. Das ist der fetteste, das nehme ich. Und was war jetzt der Zufall? Wir haben eben ganz am Anfang nochmal Lied 7 gesungen. Dann Lied Nummer 17. Dann Lied 17. Und jetzt singen wir hier 117. Das war überhaupt nicht. Klasse. Ja, voll schön. Ja. Also, die Zahl der Vollkommenheit. Der Herr ist offenbar auch bei Organisationsgenies wie uns immer noch der Regisseur. So ist es. Gitarre. Gitarre. Und das mit ihm. Das ist also jetzt ein Lied, wo ich das auch relativ modernes Lied finde ich, also dafür, dass es in diesem alten Buch ist. Was halt auch so das Phänomen Abendmahl nochmal schön auf den Punkt bringt. Habe ich selber schon lange nicht mehr gespielt. Schalte ich die Kamera ab, weil das bei manchen Leuten von uns nicht besonders appetitlich aussieht. Ach so, Entschuldigung, richtig. Au, oh, Verzeihung. Ja, wir haben das jetzt da im Rahmen der, also so viel Gender muss halt doch sein. Also,
Wir haben uns vorgenommen, dass die Frau hier in den künftigen Gottesdiensten wenigstens einmal zu Wort kommen soll. Und da haben wir also auch eine sehr gute Stelle gefunden, die auch gerade diesen Gedanken halt auch im Sinne des Zeitgeistes bemerkenswert unterstützt. Du zitierst, glaube ich, aus 1. Korinther 14, Vers 33. Ja. Genau, bitte. Wie in allen Gemeinden derer, die zu Gottes heiligem Volk gehören, sollen sich auch bei euch die Frauen während der Zusammenkünfte still verhalten. Es ist ihnen nicht erlaubt, das Wort zu führen, vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. Vielen Dank für diesen äußerst emanzipatorischen, feministischen, modernen Gedanken, den wir ganz sicher hier noch öfter hören werden, zum Thema, wie oft die Frau sich hier lebendig daran beteiligen soll, in allem Gehorsam. In diesem Sinne, wir feiern jetzt hier Abendmahl und euch zu Hause eine gute Woche. Seid fett gesegnet. Jesus liebt euch ganz brutal. Amen. Und liebevoll. Amen.